sagen, sehr besonderen Gästen. Den einen kennen Sie noch zu Zeiten von Nena wahrscheinlich und den anderen zu Zeiten, als Dieter Bohlen meinte, noch auf der Bühne stehen zu müssen, um Musik zu machen. Und das ist nämlich die zweite Hälfte. Thomas Anders. Und Uwe Fahrenkrug. Auf der CD steht nur Fahrenkrug. No more tears on the dance floor. No more crying like you wanna be heard. Come on, dance away the heartbreak. No more crazy, crazy love. No more tears on the dance floor. Come on, rock away the lovesick blues. No more crying after midnight. No more crazy, crazy love. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, Sie stehen auf blond, scheint mir. Ja, das könnte man mir unterstellen. Das ist wirklich so. Aber ich mag ihn auch, wenn er dunkle Haare hätte. Kommt nicht so auf die Haarfarbe an. Aber Sie haben jetzt nicht nur ein neues musikalisches Projekt mit der neuen Platte, sondern Sie haben auch ein Buch geschrieben. Ja. Die große Abrechnung, darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Warum muss man immer alles in so einem Buch niederschreiben? Sie liegen vollkommen falsch. Ich habe bei weitem nicht alles niedergeschrieben. Oh. Gut, dann es ist nur die Spitze des Eisbergs. Okay, dann werden wir natürlich nachher versuchen, in dem Gespräch unten noch ein bisschen weitere Dinge herauszuholen, ob uns das gelingt. Wir werden darüber reden und gespannt zuhören. Dunja wird mit Ihnen darüber reden. Und wenn Sie bei uns mitmachen möchten und eine, Jürgen, du kannst dir mal kurz zeigen, dieser tollen Tassen hier gewinnen wollen, dann wählen Sie einfach jetzt diese Nummer. 01371 3738 39. Anrufen, durchkommen, Frage richtig beantworten. Und schon haben Sie zwei neue Tassen. Hätten Sie auch gerne eine? Ja. Vielleicht gibt es dann eine. Mal gucken, wenn Sie nachher toll spielen, dann Geheimnis auspacken, kriegen Sie vielleicht eine Tasse. Aber schön teilen. Wir machen aber erstmal weiter mit den Nachrichten aus Mainz. Er hat 125 Millionen Tonträger verkauft, weltweit 27 Alben in 26 Jahren veröffentlicht und er war einmal die andere Hälfte von Dieter Bohlen. Thomas Anders, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie gehen schon lange Ihre eigenen Wege. Sie haben sich schon zweimal von Dieter Bohlen getrennt. Zu einem dritten Mal wird es sicherlich nicht kommen, weil Sie nicht mehr zusammengehen werden. Spätestens nach diesem Buch ist das, glaube ich, ausgeschlossen. Geschichte, ja. 100% anders, mein Leben und die Wahrheit über Modern Talking, Nora und Dieter Bohlen. Die große Abrechnung? Ich sehe es nicht so. Es ist nicht die große Abrechnung, weil es ist ein Teil meines Lebens. Und Dieter Bohlen und auch meine Ex-Frau Nora ist ein Teil meines Lebens. Und wenn man eine Autobiografie schreibt, also über sein Leben schreibt, hat das natürlich auch dort stattzufinden. Das ist ganz klar. Bevor wir weiter darüber sprechen, über Inhalt und Gründe dieses Buches, schauen wir uns aber vielleicht einfach nochmal, weil es so schön ist, ein paar Ausschnitte von früher an. Die guten alten 80er, 90er, alles. Mit diesem Lied kommt der Erfolg 1985. You're my heart, you're my soul. Doch ein Herz und eine Seele sind Thomas Anders und Dieter Bohlen wohl nie. Brutzelbraun und trainingsbehost auf der Bühne bringen die Gegensätze Erfolg, dahinter so manches Zerwürfnis und 1987 das Aus von Modern Talking. Die plüschige Wiedervereinigung 1998 bei Wetten, dass. Kandidat 1. Versprichst du dein Herzblatt zu lieben und zu ehren wie in alten Zeiten? Ja. 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 Doch nach 120 Millionen verkauften Tonträgern ist nichts mehr zu kitten. Der Schlagabtausch findet in Büchern statt. Auch in 100% anders sind ein paar Prozentpünktchen für Seitenhiebe auf dem musikalischen Ex-Partner reserviert. Die Hintergründe von Modern Talking interessieren eben immer noch, denn was Anders und Bohlen gemeinsam anfassten, wurde zu Gold, meist sogar zu Platin. Dieter Bohlen hat ja auch mal ein Buch geschrieben. Da hat er sie gierig, faul und skrupellos genannt. Dann gab es Klagen. Dieter Bohlen musste, wir haben es ja auch noch mal gerade gelesen, einige Passagen dann schwärzen. Und Sie haben Schmerzensgeld, glaube ich, auch bekommen. Haben Sie sich abgesichert?
dass Sie nicht vielleicht auch in einer Woche alles wieder vom Markt nehmen müssen? Naja, wenn es passieren würde, dann wäre es ja nun, wäre das Anwaltsschreiben schon da. Aber ich meine, man muss immer noch unterscheiden zwischen Unterstellungen und Verleumdungen und im Grunde letztendlich das, was ich geschrieben habe, nämlich die Reflexion meines Lebens. Ich habe nie den erhobenen Zeigefinger jetzt beim Schreiben oder jetzt bei dem Buch gezeigt, sondern für mich ist es so, dass ich das aufgeschrieben habe, so wie ich es erlebt habe. Und ich heiße mit dem Nachnamen Anders und bin keiner von den Gebrüdern Grimm. Und deshalb kommt es eben so rüber. Sie sagen über Dieter Bohlen, er wäre ein Egomane, ihm fehlt ein Gefühlsgen. Oder ich glaube, bei Dieter sind zwei Drähtchen im Kopf nicht richtig gelötet. Dafür sind sie aber doch sehr lange und immer mal wieder zusammengeblieben. Also irgendwas Gutes muss es ja doch gegeben haben. Naja, wenn die Lötstelle mal geklappt hat, dann waren wir zusammen. Und wenn es auseinanderging, dann, dann waren wir auseinander. Grundsätzlich, Dieter Bohlen ist ja jetzt nicht der Unmensch an sich. Wir haben einfach nur nicht zusammen funktioniert. Und wir haben unterschiedliche Lebenseinstellungen. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die ihn ganz toll finden und die mit meiner Art nicht zurechtkommen. Was ich in diesem Buch geschrieben habe, ist einfach die Tatsache, wie ich es erlebt habe und wie ich halt eben verschiedene Situationen auch nicht nochmal erleben möchte. Und das kommt in diesem Buch halt eben auch bei den Seiten, die Dieter Bohlen betreffen, zum Tragen. Es sind aber nicht das ganze Buch, ist nun Dieter Bohlen. Also es ist wirklich von meiner Geburt bis heute. Da steht viele, viele lustige Sachen stehen da drin und viele andere Sachen. Was sind denn die vielen anderen Sachen? Meine Kindheit ist dabei. Überhaupt, wie lange und was ich gemacht habe, um mich durchzusetzen. Es ist ja, oft stellen sich die Menschen ja vor, wir sehen einen Künstler, der hat jetzt ein bisschen im Studio gesungen, plötzlich wird er bekannt. Ich stand mit 6 zum ersten Mal auf der Bühne. Ich habe viele Platten aufgenommen. Es gab viele Tränen, es gab Enttäuschungen. Bis dann plötzlich der Erfolg von Modern Talking kam, der nicht vorprogrammiert war. Er kam einfach über Nacht. Ich glaube, das habe ich auch ganz gut dargestellt, dass dieser Weg dort, wo ich auch bin, sehr, sehr steinig war. Sie schreiben auch, dass Sie eigentlich so ein wenig der zurückhaltendere Part gewesen sind. Also auch in Ihrer Beziehung zu Dieter Bohlen, auch in Ihrer Beziehung zu Nora. War das, der Schlüssel, des Geheimnisses, dass Sie überhaupt so lange zusammengeblieben sind? Oder war das ein Fehler, so zurückhaltend gewesen zu sein? Ich habe natürlich, als ich das Buch schrieb, auch, man macht automatisch auch eine Analyse vom Leben. Und das war auch schon ziemlich emotional. Und ich bin über das Schreiben dazu gekommen, dass ich sagte, ja, ich glaube, wäre ich nicht so diplomatisch oder auch zurückhaltend, auch sehr harmonisch eingestellt, hätte diese Karriere von Modern Talking nicht stattfinden können. Weil es geht nur in der Form, dass einer sich dem anderen schon anpasst. Wenn man so zurückhaltend ist, fragt man sich aber dann trotzdem, warum muss man immer sein ganzes Privatleben, das ist ja sehr intensiv, wenn man da ein bisschen drin rumblättert, man kann sehr viel über sie lernen, wenn das alles wahr ist, was da drin steht. Mhm. Warum breitet man sein Leben so aus? Ja, dann muss ich keine Biografie, eine Autobiografie. Ja, das frage ich. Also, was war der Reiz für Sie, das zu machen? Warum gibt es denn überhaupt Autobiografien? Ja, aber jetzt habe ich ja Sie hier gut. als Gesprächspartner. Jetzt ja, interessiert mich das, warum Sie es geschrieben haben. Dann will ich Ihnen gerne Antwort geben. Es war einfach so, dass ich oft angesprochen wurde, ob ich nicht mein Leben niederschreiben möchte. Weil das, was ich erlebt habe, passt vielleicht in 2 oder 3 Leben rein. Und ich gehe nun so langsam auf die 50 zu. Und da macht man auch so eine kleine Bilanz vom Leben. Man guckt zurück und ich sagte mir, habe ich das wirklich alles erlebt? Ist das wirklich mir passiert? Und auch mit so einem gewissen Hinblick, dass man auch stolz darauf ist, dass man das erleben durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und deshalb fing ich an, es zu schreiben. Sie haben es selbst geschrieben? Ich habe es selbst geschrieben. Tanja May hat mir ein bisschen geholfen dabei, also was das Journalistische betraf. Aber ich habe 1 Jahr dran gesessen und geschrieben und den Computer im Grunde zum Glühen gebracht. Thomas Anders, vielen herzlichen Dank fürs Danke. Erste, muss man sagen. Dankeschön. Denn Sie haben sich ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, er hat einen neuen blonden Partner. Also es gibt auch musikalisch etwas Neues. Dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal mit meinem blonden Partner. Wollte ich auch gerade sagen. Wir werden hoffentlich nie Bücher übereinander schreiben. Und nicht singen vor allen Dingen. Wir werden niemals singen, Wulf. Genau. Aber wir bleiben bei den Paarungen. Sie können mich ein paar Tassen, sehen Sie, ich habe jetzt hier nur eine. Gewinn bei richtig oder falsch. Könnten wir auch schon ein Buch drüber schreiben. So viele Tassen sind hier schon verlost worden. Anders Fahrenkrug. So, und jetzt geht's los mit der Musik, mit Anders Fahrenkrug. Und wir sehen uns, Wulf ist noch beschäftigt, dann verabschiede ich mich kurz allein. Morgen wird er wieder dabei sein. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und bis morgen. 5:30 geht's los. Tschüss. Danke sehr. Tears on the dance floor,
No more crying like you wanna be heard. Come on, dance away the heartbreak. Crazy, crazy No matter how I try, there's a lingering of love at the door. And each time I wanna let you in, I know it's only gonna end like before.